Midway Presents. Ja, jetzt müsste eigentlich der Titel kommen. Nein, Avalanche Software LG. Ja, da haben wir es endlich. Mortal Kombat Mythology Sub-Zero oder Mythology Sub-Zero. Alter, ist das laut. Ich muss mal kurz mal beim Ton bei meiner ROM ein bisschen runtergehen. Hab mir das Spiel vor längerer Zeit mal gekauft gehabt und hielt es für eine gute Idee. Ich habe mich geirrt. Nein, ich wusste, dass es ein schlechtes Spiel ist an sich, deswegen ist es hier auch ein Worst Play. You will fail. Oh Gott, you will fail. Es soll ein wirklich, wirklich, wirklich schlechtes Spiel sein. Ich habe damals als Kind das Ding gezockt und hatte es gar nicht mal in so schlechter Erinnerung. Aber wenn ich jetzt gerade mal sehe, wie die Steuerung funktioniert, ich drehe mich mit B um und denke an das Steuerkreuz. Also er dreht sich nicht automatisch um, er schleicht dann wieder nach hinten. Die Schläge verteilen wir mit den C-Tasten und wir können sogar blocken. Und springen ist, glaube ich, nach oben drin, ja? Okay, wir werden uns dran gewöhnen und werden ein bisschen dieses Meisterwerk der Videospielgeschichte durchnehmen. Ach, schön die Tür aufgeboxt. Das war so weit gehen, dass es eigentlich eine ganze Reihe geplant war. Halt, ich muss umdrehen! Halt, umdrehen! Umdrehen! Nein, halt, umdrehen! Oh Gott, ich bin so schlecht. Aber man hat sich doch dann entschlossen, wegen schlechten Verkaufszahlen von Mortal Kombat Mythologie Sub-Zero keinen weiteren Teil der Mythologie-Serie mehr rauszubringen. Weil eigentlich war da vorgesehen, dass da noch richtig viele Teile kommen mit jedem einzelnen Mortal Kombat-Charakter. Kann ich das irgendwie aufnehmen? Oh, ich hab's aufgenommen mit A. Ich bin so krass. Alter! Nun. Kann ich hier auch rennen? Nein, ich muss erstmal raus. Ich muss erstmal rausfinden, wie man rennt. A gedrückt lassen? Nein. B gedrückt lassen? Nee, B ist hier umdrehen. Okay. Ah, Alter. Kommt gerne her. Ich habe mich da nur schön Schelle verpasst. Alter. Eigentlich ist die ganz normale Mortal Kombat Steuerung allerdings nicht im Cool. So, laufen, laufen. Alter, ich bin schon Ketchup. Leicht war das Spiel nie. Aber ich stelle mich jetzt gerade noch ein bisschen dusselig an. Wir brauchen gerade hier zwei, drei Anläufe. Bevor wir es hinkriegen. Schön. High Kick. Und schön. Alter. Dass ich mich von so einem Hampelmann hier verdröschen lasse. Aber der blockt doch gut, muss ich sagen. Alter, verarscht mich. Ich will mich da nicht umdrehen, ich bin so schlecht. Okay, ich glaube, jetzt zerlegt sich. Diesmal werden wir nicht einfach drauf zurennen, sondern erstmal die Falle austesten. Okay, das war sowas von failig. Alter! Nun. Ich glaube, ich kann ja noch ein paar Ice-Moves machen. Ich habe noch so eine Energieanzeige, so eine Power-Anzeige. Guck mal, kannst du mal auf starten? Nein, haben wir nur Pause. Ich dachte, vielleicht noch mal so eine kleine. Wie ist denn das? Hadouken! Ayusuduken! Nein, Mann, ihr wisst doch, wie das gegen die Ice-Moves bei Sub-Zero. Oh, ich habe Sub-Zero nie gespielt beim Mortal. Ich habe lieber mal Scorpion genommen, die alte Drecksau. Okay, wir werden uns jetzt ein bisschen mehr anstrengen. Konzentrieren. Ja, Schilderwurf! Machen wir gleich nochmal. Nein, ich wollte werfen. Jetzt komm. B umbringen. Schön nochmal einen Kick in die Fresse. Schön mit Ellbogen, okay. Den Kampf haben wir diesmal wenigstens gut überstanden. Säule des Todes. Okay. Lauf und halt. Lauf. Alter. Okay. Vielleicht muss man wirklich mal blocken. Aber wir werfen Leute einfach um. Ja, das Gameplay ist ein bisschen lame, ich gebe es zu. Aber eigentlich ist die Idee ja nicht schlecht. Mit Combat-Charakteren einfach mal durch die Gegend rennen und andere Leute verdröschen. Statt immer epische Kämpfe zu machen. Aber die Steuerung ist halt irgendwie doch crap. Oh, darf ich das Schwert? Nein, natürlich darf ich das Schwert nicht nehmen. Ich habe erstmal diesen Drink genommen. Ich habe keine Ahnung, was der bringt. Wahrscheinlich bringt er meine Magie da zurück. Dass ich nicht weiß, wie ich sie benutzen soll. Ich probiere mal ganz kurz die Tricks aus. Ach, wir gehen erstmal hier runter. Alter! Warum? Ich denke, da geht's lang. Spiel, verarsch mich nicht. Oh nein. Okay. Der erste kommt, der kriegt richtig eine schöne Wurfstelle ins Gesicht. Nee, tritt. Ja, doch. Und nochmal. Und springen. Nein, er macht die gleiche Taktik wie ich. Alter. Kann es sein, dass ich mich treffe? Ich drehe mich doch mit B um. Aber B reagiert nicht sofort, wenn ich irgendwas anderes drücke. Jetzt nochmal. Kick. Es ist so lächerlich. Kann es sein, dass der Typ bei Weitem besser gespielt hat als ich gerade? Okay, Säule des Todes. Ich hab's gewusst. Na komm schon! Ja, genau. Ich wollte das durch einen Trick triggern. Habe ich sogar gemacht, aber nicht im guten Sinne. Okay, das war ein schöner Kick. Nochmal. Alter, ich krieg das Spiel schon klein. Nochmal zurück und vor! Das Spiel verarscht mich. Umdrehen. Okay, geschafft.
Oh. Du lässt mal deinen komischen Degen da hängen. Okay, ich kann hier nicht lang, so wie ich verstanden habe. Aber er macht doch nichts. Ich kann mich hier hinsetzen und chillen. Ich kann mal jetzt ein paar Tricks ausprobieren. Juken! Ja, endlich! Mega geil. Wie habe ich das gemacht? Oh, genau so. Oh, Alter! Verarsch mich nicht! Wo kam der auf einmal her? Okay, das Spiel bringt mich gerade ein bisschen zu kochen. Ich probiere es nochmal. Ja, okay, wir können jetzt den Eismove. Dann werden meine Gegner sinnvoller besiegen. Und genau. Ich habe erstmal dein ganzes System. Du blockst meinen Eisstrahl? Idiot. Okay, nicht länger den Moonwalk üben. Wir wollen ja weitermachen. Okay, ich glaube, ich habe es langsam raus, die kleinen Tricks. Ha! Ich bin unbesiegbar. Jetzt bin ich unbesiegbar. Alter. Das ist die mieseste Begrüßung seit Jahren, du Spast. Ich kämpfe gar nicht mehr fertig. Na, aber ich muss doch hier runter. Weiter hoch geht's ja nicht. Okay. Der verarscht mich doch. Das war der richtige Move? Ernsthaft jetzt? No. Okay, wir können doch blocken. Ich muss auch mal blocken ein bisschen. Ha! Hab ich vorausgesehen, Junge. Das war mal eine anständige Kelle auf die Fresse. Immer wieder blocken. Rein technisch nach der Combat-Logik. Ja, genau. Machst das Tor auf, kriegst ein paar auf die Fresse. Oh, wir haben jetzt irgendwie hinter uns noch einer. Ich weiß gar nicht, wie viel Sinn es macht, sich hier wirklich mit den... Ich wollte eigentlich reinwerfen. Falsche Taste. So, jetzt löst aus. Okay, zu spät. Ich wollte einen richtig schönen Finisher machen. Lieber mal blocken. Ha! Hast du ja gedacht. Ja, langsam haben wir es raus. Die kriegen wir noch ein bisschen. Was immer es auch ist, es füllt ja nicht wirklich unsere Eispower auf. Verstehe ich gar nicht. Ha! Arschloch! Nein, halt! Umdrehen! Umdrehen! Zabi! Genau. Alter, er verarscht mich doch. Oh, ich fange nicht wieder von vorne an, oder? Nee, auch zum Glück nicht. Ich habe auch nur 0 Leben, oder? Ha! Mit den Handflächen geblockt, Junge! Dass du weißt, was Sache ist. Okay. Lieber mal weitergehen. Diesmal haben wir keine gleich eingeschenkt gekriegt. Halt, move. So, jetzt. Ha, endlich. Jetzt fühle ich mich stärker. Alter. Es war so schlecht. Game over, Leute. Wir machen noch eine Runde. Zugeben, ich habe nicht allzu viel Bock, das Spiel ewig zu machen. Ich gebe es ja zu. Es ist nämlich scheiße. Aber ich wollte es euch halt mal zeigen. Ich muss aber sagen, dass ich diese ROM hier auf dem Emulator nicht gerade sexy spielt. Ja, ja. You will fail. Tatsächlich spielt sich die Original N64-Version wesentlich besser, muss ich jetzt mal feststellen. Ich teste die ROMs ab und zu, wenn ich wirklich. Okay, warum kann ich den Move noch nicht machen? Alter, muss du. Alter, fick mich doch. Das habe ich nicht gesagt. Nein, halt. Jetzt dreh ich um. Jetzt dreht es um. Schöner Wurf. Nee, ich kann den Eismove tatsächlich jetzt gerade nicht machen. Der macht aber das gleiche, wenn ich springe. Wenn ich in den Nahgang komme, kickt er. Alter! Das ist. Und dann stellt er sich an wie dummes Brot. Aber blocken kann er wie ein großer. Ey, ich fühle mich gerade richtig gemobbt. Kann der Herr mal auffallen? Der blockt einfach alles. Ich trinke mal einen Schluck hier aus der großen Flasche. Geh weg, Junge. Ich will mir gar nichts mit. Nein, die Säule, ich hab sie vergessen. Oh. Okay. Warum sind denn die Gegner hier so stark? Die sind ja eine richtige Herausforderung. Das ist ja nicht so. Vor allem die blocken irgendwie alles. Vielleicht müssen wir auch mal blocken. Ja, wir müssen blocken. Das ist wie Dark Souls. Nur so schlecht. Und dann einmal mal lassen sich so einfach besiegen. Ich muss es ja nicht raffen. So, Todessäule. Fehlt. Lass dich von der einen Säule einfach. Nein, ich bin zu langsam. Ich dachte, man kann da langsam. Aber ich würde liebsten gleich nochmal von vorne anfangen.
Irgendwie, wenn ich mich so völlig... Alter, genau. Zwei Leute... Warum machst du das? Warum kannst du das? Nee, ich wollte mich nicht umdrehen, ich wollte blocken. Okay, guck mal, ich kann hier rumstehen, mach gar nichts. Ich probiere mal. Aber es blockt doch sofort. Das wiederum nicht. Was ist denn das für eine Gegner-KI? Die Gegner-KI ist direkt aus der Hölle. Also sie ist nicht wirklich gut, aber dass die alles blocken, was ich machen kann, ist ein bisschen dreist. Ist ein bisschen wie Trial and Error hier. Naja, nerv mich. Halt, ich brauche diesen Drink, keine Ahnung, wozu ich ihn brauche, aber ich möchte ihn haben. Ich habe das Gefühl, dass ich meine tollen Sub-Zero-Tricks nicht mehr nutzen. So ein Schwein. So ein dummes, dummes Schwein. Continue noch, klar, nochmal. Ein Quint habe ich noch, den nutze ich. Ich komme zwar nicht über das erste Level hinaus, wo ich das Spiel das erste Mal gezockt habe, damals, wo ich noch jünger war, auf dem N64, da bin ich wenigstens Level 2 reingekommen. Ohne Probleme. Habe ich irgendwie den Schwierigkeitsgrad auf Maximum gestellt oder sowas? Geht das überhaupt? Klopft der mir wieder die Leisten raus. So ein Schwein. Kann ich jetzt meinen coolen? Ja, genau. Ich wollte zu viel rumprobieren. Das Spiel ist aber trotzdem ein bisschen bitchig zu mir. Naja, okay. Du beruhigst dich mal. Du beruhigst dich auch mal. Okay, runter da. Okay. Wir haben wenigstens mal Akkustand niedrig von meinem Laptop. Ich krieg die Krise, auf den ich gerade aufzeichne. Werde ich jetzt gleich nochmal korrigieren, ansonsten nimmt das Spiel nicht weiter auf. So, geschafft. Checkpoint. Sehr gut. Also heute geht auch alles schief. Ist so ein typisches Worst Play bei mir. Da geht nicht nur Spiel schief, sondern ich gehe auch schief. Jetzt mach halt dich deinen beschissenen Eismove. Den hast du die ganze Zeit gemacht. Ja, will er nicht. Keine Ahnung. Haha. Läuft. Ich mache jetzt die ganze Zeit so. Mal sehen, ob er reinläuft irgendwann mal. Oh, ich geh mal ein bisschen näher. Ah, jetzt habe ich ihn gekriegt. Ich muss quasi Gegner umbringen, um Erfahrungspunkte zu kriegen. Ansonsten kriege ich meine besseren Moves nicht. Okay. Das ist sogar relativ geil. Ja, genau. Seid ihr nicht ein bisschen scheiß unfair? Das ging voll weit, oder? Okay, das hat was getroffen. Ha, Doppeltreffer. Alter. Ja, los auf den Kopf. Nee, schade. Alter! Ach, leck mich. Das leckt mich doch, du beschissenes Spiel. Er muss jederzeit damit rechnen, einfach von jemand geschlachtet zu werden. Da habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Es ist so mies. Hatte ich durch den richtigen Abstand gehabt. Alter. Ey, ihr müsst ganz ehrlich, schreibt mir bitte, wenn ich mich gerade so doof anstelle. Aber ich glaube, die Kollisionsabfrage mit meinem tollen Emulator-Controller ist jetzt nicht gerade die beste. Oh! Game over! Ich probier's nochmal. Es kann doch nicht. Ich gehe mal auf Option, jetzt mal ohne Scheiß. Was mache ich denn da falsch? Game Settings. Difficult, Medium. Ey Leute, ich stelle ja nicht oft auf leicht. Oh, ich hab da very hard. Easy, very easy. Nee, ich gehe mal auf easy und stelle mal die Lebenszahl ein bisschen höher. Ja, wie kann ich hier eingehen? 12, okay. Wir machen jetzt einfach mal so. Ich krieg's gerade nicht hin. Ohne Scheiß. Ich krieg gerade nur auf die Fresse. Ja, irgendwie Missionsobjekt, Stil, Scarlet Map. Ich muss mir eine heilige Karte stellen. You will fail. Ich glaube aber, bei Easy ist jetzt einfach nur der Energiebalken länger, kann das sein? Aber der Gegner-KI ist doch genauso bitchig. Alter. Nichts, aber wirklich gar nichts ist jetzt gerade einfach geworden. Ich krieg immer noch aus dem Mat von denen. Die kontern immer noch jeden Scheiß, den ich mache. Es ist doch nicht wahr. Was ist denn das? Okay. Ich bin jogge noch mal alle Ruhe lang. Komm her. Ich kann auch keinen Eismove, aber... Natürlich. Schlag zu. Alter, und die drehen sich ja sofort um. Ich brauche erstmal eine Stunde, um mich umzudrehen, wie so ein Bagger. Das nutzen die immer richtig schön aus. Okay, wir nehmen mal dieses Zeug hier. Keine Ahnung, was es immer noch macht. Ich habe nicht wirklich den Eindruck, dass es leichter geworden ist. Ich habe jetzt einfach nur mehr Leben gekriegt. Ich glaube, die Säulenabstände sind jetzt größer geworden, oder kann das sein? Ich muss auf jeden Fall jetzt jeden umbringen. Dich alle als erstes. Du bist ein Schwein.
Oh Gott. Das muss ich noch aufnehmen? So, jetzt kriege ich... Das ist unmöglich. Man kann gegen die Leute einfach nicht springen. Die machen dich kalt. Das ist ja unfassbar. Unfassbar scheiße. Das, ich höre auf zu springen. Natürlich. Natürlich. Kriegst du auch mal so eine Kelle? Vielleicht ist das Geheimnis. Einfach nur dicke Kellen verpeilen. Ist gut, genau, geht doch. Schön tot ist er. Hat er verdient. Schwein. Oh Gott, ich bin so doof. Ja, das war jetzt die Ungeduld. Aber wie gesagt, ich traue mich an die, Säule nicht weiter ran. An die Sörens nicht weiter ran. Nee? Ich muss mal, wenn. Dreh dich bitte. Danke. Na genau. Ich habe dich doch getroffen. Alter! KI! Was soll man dagegen? Wie? 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 Einfach nur wie? Was soll man dagegen tun? Das ist ja. Okay, ich kann jetzt endlich den Ice-Move machen. Jetzt kann ich endlich ein bisschen schießen. Oh Gott. Alter. Spiel. Es ist knochenhart. Ich meine, ich habe ja schon viel Scheiße gespielt, die schwer ist. Aber das. So. Ja, richtig Schütze. Und. Ach nee, es geht nicht. Gut, schade. Ja, genau. Warum? Ich habe den Eindruck, die treffen einfach dreimal besser als ich. Okay, der ist tot. Den nächsten nehmen wir auch noch mit. Ne, wir blocken dann erstmal. Nicht nach hinten. Und dann mal. Okay. Wenden. Ich will jetzt mitnehmen. Hab ich Bock drauf. Okay. Natürlich trifft er mich. Mein Eisding trifft mich. Natürlich noch einer. Ich hab noch. Wo das herkommt, habe ich noch mehr Lust. Der blockt mein Eiszeug einfach, natürlich. Ist ja nur ein Eismove. Den kann man ja machen. Natürlich. Natürlich. Oh, jetzt komme ich nicht mal mehr durch die erste Etage. Das ist echt Fail Deluxe. Okay. Jetzt blocken sie selbst die Eisscheiße. Das haben sie Alter! Nicht gegen die Springen. Wozu habe ich überhaupt einen Springmove? Egal, was ich mache. Ich versag eh beim Springen. Seht ihr das? Ich spring nochmal. Ich finde, es ist unmöglich. Eismove duckt das sich mittlerweile. Ich habe sowas von keinen Bock mehr auf das Spiel. Das glaubt ihr gar nicht. Oh, nochmal mit Konzentration. Ey, ich ganz ehrlich, ich könnte wetten, wenn ich das Ding auf dem N64 spiele, ohne ROM, läuft es wieder wie gespielt. So wie beim ersten Mal, als ich das Ding gezockt habe. Und ohne Probleme, ohne Nachdenken, locker ins zweite Level kam. Und dann einfach keinen Bock mehr gehabt habe, weil es zu schlecht war. Ich habe nach oben getreten. Wieso kannst du... Arschloch. Das Spiel macht mich echt irre. Sowas kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen. Ich brauche Ruhe, Entspannung von der Arbeit. Und dann kaufe ich mir so ein Spiel. Na gut, ich habe schon eine Weile rumliegen, ihr wisst, wie ich meine. Aber hätte ich mir damals gekauft, wäre das schon mal zu alt gearbeitet zu der Zeit. Ich hätte das gespielt, um mich zu entspannen. Ey, ich hätte einen Herzkasper gekriegt. Ich weiß, ihr denkt, jetzt läuft's gerade, aber wartet schon auf meinen nächsten Tod. Genau. Weil der einfach mehrere Muster. Okay. Ich habe jetzt irgendeinen Eismove gekriegt. Oh Gott. Okay. Probieren mal den Sprung. Ich muss mal meinen Eisschlittern probieren. Ich glaube, das ist der neue Move, den ich gerade gekriegt habe. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich den anwende. Vielleicht mit einem Kick? Nach unten ein Kick, nach vorne ein Kick? So Yukin Kick? Hm, okay, jetzt kriege ich auch den Eis. Jetzt kriege ich den Eisbeam wieder hin. Und das vielleicht mit einem Kick? Oder vor und zurück und Kick? Oder einfach nur kicken und. Ey, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich warte nur auf den nächsten Schwertschlag. Du nicht, mein Freund. Du nicht. Schön aufstehen. Okay. So meine ich das nicht. Oh, ich wollte auch blocken. Natürlich. Ach, der blockt auch. Einfach auch, wenn ich unten blocke nur. Schwanz. Oh, Entschuldigung. Schwein meine ich natürlich. Ist auch nicht viel besser, ich weiß. So, jetzt. Wo ist der Griff? Jawohl. Nee, du bleibst. Nein! Och nein! Ist das mies!
Das ist echt scheiße. Der war geil. Okay, meistens ist es Zufall. Ich denke gar nicht mehr drüber nach, was ich hier tue. Dann kann ich auch mal einen Kampf reißen. Ja, Alter, ich hab dich noch nicht mal gesehen. Du du Flasche leer, Alter. Und wenn du aus dem Bildschirm stehst, trifft man dich auf einmal nicht mehr, ja? Ist das... Es ist zum Kotzen. Ey, das Spiel trollt mich massiv. Und ich bin schon wieder kurz vorm Tod. Das heißt, kommt jetzt einer von den Spritzern, bin ich sowieso hin. Natürlich. So, ich glaube, hier gibt's, da geht's auch weiter, aber da geht auch ein Seil nach oben. Das würde ich gerne mal mitnehmen. Oh, geil. Schön entkommen der Wache. Denn ihr habt ja oben gesehen, also ich bin echt mal ein bisschen weitergekommen. Ich bin erstaunt, dass hier oben noch so ein Gitter weiterging. Ihr seht das gleich genau im Hintergrund, dass man weiter konnte. Ich weiß gar nicht, ob man die ganzen Etagen hier mitnehmen kann quasi. Oder ob man einfach nur stumpf weiter nach oben klettert, bis mal Ende ist. Ich habe keine Ahnung. Weiter nach oben. Okay, weiter nach oben ging es nicht. Aber wenn ich hier falsch abspringe, habe ich den Eindruck, dass ich gleich ganz hier mal nicht sterben werde. Hier zum Beispiel. Ja, natürlich! Verreckt man da! Das ist so scheiße. Ah, er schreit auch sofort, also gleich wie tot, ohne dass er sich irgendwo abfangen kann. Ja, ich lasse jetzt liegen. Gut, der war wenigstens mal anständig zu gebrauchen. Wie geht jetzt weiter geradeaus? Mann, was für ein Spiel. Leck mich. Alter. Okay, du kannst mich auch mal. Okay, geht's einfach nicht mehr weiter. Ich muss nach oben hin, aber oben geht's doch nicht mehr weiter. Ach, ihr könnt mich. Warum habe ich so einen geilen Eiszauber, wenn der ungefähr 3 Meter Reichweite hat und wenn der Gegner aus dem Bildschirm ist, sieht man ihn nicht mehr. Oh, ich mache wirklich ein Worst Review. Ich nehme mich richtig schön auseinander. Mortal Kombat, Sub-Zero, Mythologie, sonst noch was. Okay. Aber wenn ich hier springe, breche ich mir doch alle Krähen. Das funktioniert doch nicht. Hier kommt man eh nicht rein, aber hier hat es mehr Plattform. Hier bricht man sich auch alle Krähen. Also, wie geht's jetzt weiter? Oder muss die Tür da drüben auftreten? Ist das eine Tür, die ich auftreten muss? Wenn ich ganz oben nicht an der Decke ankomme, wieder mal. War ja vorhin auch der Fall. Ich weiß gar nicht, was ich Neues erwarte. Das ist bestimmt der Ausgang, wenn man noch irgendwas dazu behebelt. Oh, wie elegant er klettert. Diese super 2-Phasen-Kletteranimation. Na gut, hat schon ein paar Phasen mehr. Sieht trotzdem scheiße aus. Aber ich meine, hier unten kann man auch gar nicht landen. Hier bricht man sich den Runterfeld und macht dann gleich wieder. Oh, ich breche mir alle Knochen, weil ich blöd bin. Okay, wir gehen jetzt einfach mal trotzdem hier lang. Ich probiere nochmal die Tür aufzutreten. Ja, ist nur eine Tür aufzutreten gewesen. Meine eigene Blödheit. Oh nein. Oh, endlich ging das. Wie soll ich denn dich jetzt überleben, hä? Ich habe ja nicht mal deine kleinen Bros hingekriegt. Okay, vielleicht mit ein bisschen cheesy Tricks. Ich hab ein bisschen Angst. Komm her. Wo ist er? Jawohl. Okay. Oh Gott, das war so ein schwacher Angriff für das, was ich gemacht habe. Okay, kann ich hier irgendwas? Nein. Du verarsch mich doch. Okay, schöner Wurf. Eis. Boom. Eis. Oh Gott. Boom. Hälfte haben wir. Hilft uns wenig, wir sind gleich tot. Unser Eis ist auch gleich leer. Ja, Kretak Pre. Schulver. Okay, fight. Nochmal. Okay. Okay, hier. Dancing. Warum kriegst du eigentlich keinen Schaden, wenn ich die Eisscheiße bei dir mache? Egal ob sie blockt. Sie kriegt auch bei jedem Mist hier Schaden. Ah, ich wollte mal eine schöne Kombo machen. Genau. Du machst immer die gleiche Scheiße und kommst damit durch. Wenn ich die gleiche Scheiße mache, krieg ich gleich ein paar Reingewürdel von dir und deiner Mutter. Die ich übrigens nicht leiden kann. Ich und deine. Oh, schöner. Schöner Vorhand. Ich mache jetzt trotzdem den Eisscheiß. Okay. Genau. Genau. Du Scheißkerl.
Doppelkick. Mach jetzt immer die gleiche Scheiße. Hauptsache ich hau maximal Schaden raus. Komm schon. Ja, genau. Genau. Ich krieg die Krise. Wir blocken einfach mal. Blocken ist das Beste, was man machen kann. Kann er sich nicht gehackt legen. Blocken verträgt er nämlich nicht. Das machen wir jetzt mal weiter. Wir blocken einfach mal. Und wenn er nichts macht, kommt der Eisstrahl. Okay. Genau. Eisstrahl nochmal in die Fresse. Oh Gott. Oh, ist das mies. Okay, Taktik ist aber schon mal nicht schlecht. Eisstrahl, wenn er nicht damit rechnet, dann kommt eine schöne Granate ins Gesicht. Dann steht er rum, wir machen wieder Eisstrahl. Jedes Mal, wenn wir blocken. Scheint er nämlich doof rumzustehen. Okay. Schön. Und nochmal. So, Scorpion, mein Freund. Ich weiß, es ist fast schon bescheißen, aber es fühlt sich gut an, ewig zu gewinnen, auch mit bescheißen. Okay. Und mein Eis füllt sich ja wieder auf. Das ist sehr, sehr praktisch. Okay. Ich glaube, diesmal kriegen wir. Eis für dich. Eis für dich. Eis und jetzt ein Abercup in die Fresse. Boah, Eis für dich. Abercup in die Fresse. Ein seltsames Spiel. Ja, keine Ahnung, wie ich jetzt finishen. Dummy. Ja, okay, er ist einfach tot umgefallen. Schwacher Anfall, Herzinfarkt oder sonst was. Und wir können jetzt nehmen, wenn ich mich umdrehen könnte, dieses seltsame, schwebende Stück Papier. Papier? Alter. Ich versuch's doch zu nehmen. Oh, na, endlich. Und jetzt geht der Vorhang da auf. Okay. Jetzt könnten wir aber Probleme mit anderen Waffen kriegen. Wachen meine ich natürlich. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal schnell durch, bevor mir irgendjemand ins Bein pissen kann. Bis wir das erste Level einfach mal beendet haben. Und ich hasse dieses Spiel. Du bist echt kacke. Du steuerst dich schlimm. Du nimmst dich schlimm. Und du verfolgst mich in meinen tiefsten Albträumen. Danke, Spiel, dafür. Also ich muss erstmal schon vorweg loben. Wir sehen jetzt gleich Level 2. Das werde ich aber nicht allzu lange machen, weil Level 1 mir schon so ziemlich all meine Nerven geraubt hat, die ich überhaupt habe. Boah, ist ja fast so schlimm wie Batman Forever, ey. Dann habe ich aus anderen Gründen geflucht, okay? Okay, jetzt, ich habe gedacht, er stirbt jetzt wieder. Sus Fars, es ist Sus Fars, es ist Müssen, Sub Zero, das Kämpfer wird auf schon einmal zu Apple. And return to the rest, Single of Flügel, und Rakko, das erklärt aber Blah Story. Story, 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 ja, du bist tot, ich nicht. Und kann ich jetzt springen? Juhu! Okay, das geht. Ja! Oh Gott. Ja, tu mir die Gefallen, bleib mal. Und nun kommt hier irgendwann eine. Jetzt kommt er hin. Ja, ich mag das. Kann mich erinnern wieder an das Spiel. An Abschnitt 2. Ich finde ihn relativ cool, muss ich sagen. Die fand ich damals auch schon geil. Aber das Gameplay versaut's dann halt wieder. Oh Gott. Nein, das hatte ich vergessen gehabt, dass sowas passieren kann. Okay, gebrochen. Tot. Ja, normal halt. Ja, wie gesagt, das Spiel ist dann gleich rüber. Ich habe zwar noch Continuous, Leute, aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen die Nase voll vom Gameplay aus der... Alter. Aus der Hölle. Ist ja klar, dass du dich nicht beeindrucken lässt von meinen Eisstrahlen. Bei Pokémon ist Eisstrahl eine der mächtigsten Attacken, Junge. Hui. Hui. Aber ich mache jetzt weiter einfrieren und dann die schöne Keule geben. Lieber Wind, würdest du bitte pusten? Ich muss da hoch. Okay, oder wir hocken uns einfach hin und warten. Juhu. Wie gesagt, ich mag das Spiel an sich für seine Idee, aber nicht für meine Blödheit. Warum bin ich jetzt noch gerannt? Oh Leute, mich reicht. Ich wollte sagen, mich regt's auf, mir reicht's. Danke fürs Reinschauen. Boah, war das eine Qual.
Ich sag bis die Tage und schau und boah, war das eine Qual. Boah, war das eine Qual.